Baskets. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von S. Oliver Baskets TV, dem Internetmagazin, das Ihnen alles über Würzburgs Erstliga-Korbjäger näher bringt. Wir melden uns wieder aus dem vollbesetzten Künstlerkeller des Wirtshauses Brombach. Bei uns zu Gast von den S. Oliver Baskets zum einen Ricky Harris. Und der Kapitän der S. Oliver Baskets. Herzlich willkommen, Chris McNaughton. Chris, besser geschlafen nach dem Spiel in Frankfurt jetzt? Ist so ein bisschen der Druck weg oder sieht es nur in der Tabelle so ganz gut aus mit 2 Siegen Vorsprung? Ja, natürlich die letzten Wochen, sag ich mal, besser gespielt und von dem her ja, sind wir ein bisschen zufrieden. Aber ich denke, die Situation ist grundlegend noch nicht so viel anders. Ich war jetzt schon länger 2 Spiele weg und dann hat man auch gesehen, wie schnell es wieder gehen kann, wenn Tübingen dann 2 gewinnt. Kann es wieder ganz schnell eng werden. Von dem her dürfen wir uns darauf jetzt nicht ausruhen und werden wir auch nicht machen. Und ja, die letzten 3 Wochen versuchen wir jetzt uns weiterhin zu verbessern und die Saison so gut wie möglich zu beenden. Jetzt hattet ihr vor dem Spiel gegen Frankfurt 11 Tage Pause. Hypothetisch die Frage natürlich, Frankfurt hatte erst am Mittwoch davor gegen Bamberg gespielt. Wäre es denn anders ausgegangen, wenn die auch 11 Tage Pause gehabt hätten? Das weiß keiner. Das kann man, denke ich, schlecht einschätzen. Ich denke auch, dass wir so ein bisschen gebraucht haben, bis wir unseren Rhythmus gefunden haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Und deswegen, denke ich, haben die in der ersten Halbzeit ziemlich gut getroffen, wir nicht. Und die waren dafür in der zweiten Halbzeit ein bisschen müde vielleicht. Und ja, wir haben vielleicht ein bisschen unseren Rhythmus gefunden. Von dem her, denke ich, das ist eine rein hypothetische Frage. Aber ich denke, so hat es gepasst für uns. Und da fragt später keiner mehr danach, wer dann müde Beine gehabt hat. Inklusive des Frankfurt-Spiels, 7 Spiele jetzt, die anstehen in den nächsten 27 Tagen. Trockene Luft auf der Theke. Ja, er hat auch an mich gedacht. Na, selbstverständlich. Norbert, das Spiel gegen Frankfurt gesehen? Nein, aber in der Mainpost gelesen. Und zufrieden gewesen mit dem Spiel? Ja. Mit dem Artikel oder mit dem Spiel? Mit eurem Spiel. Okay. Ich bin ja sehr positiv und ich wusste, dass es gut geht. Sehr zum Wohl. Danke schön. Ja, Norbert Schweizer, vielen Dank. Ricky, für dich war es sicherlich ein trauriger Anlass, das Spiel gegen Frankfurt. Du musstest mal wieder aussetzen. Gewöhnt man sich an sowas oder ist das arg bitter? No, I don't think anyone get used to it. I guess it just comes with the territory. The guys went out and played a good game. They had a win. We were successful, so I guess they didn't need me that match. But whenever I'm out there, I want you guys to know that I'm just going to play as hard as I can. I'm going to do whatever I can to help us win. And I just continue to work hard every day in practice and see what happens for the weekend. Nun, was ich aus dem Winkel gesehen habe, hat Ricky Harris auch auf der Bank sein Bestes gegeben. War sensationell. Du bist sogar mal aufs Spielfeld gelaufen, dann wie es bei Jimmy McKinney besonders gut lief mit den Dreiern. War es anstrengender als zu spielen, das Unterstützen? No, that's not part of my job, but I'm excited when my teammates do well. Like I said, I'm a team guy, so whenever I see one of my teammates do well, I'm excited for him. And I mean, we're all on the same team, we're all in the same position, so we're all trying to fight for the same goal. And if they do well, then I do well. So it's one family, one team. That's how I look at it. Chris, kriegt man sowas mit? Diese seine Reaktionen, wie er da mitgeht? Ist das so nochmal ein zusätzlicher Push? Und zeigt das auch, dass ihr wirklich dieses ein Team, eine Familie seid? Ja, ich denke schon. Jetzt vielleicht nicht in dem Moment direkt, dass ich dann nachher sagen kann, okay, das und das hat er gemacht. Aber ich glaube, dieses Gesamtfeeling, wenn die ganze Mannschaft, wenn die Auszeit kommt, weil wir gerade gut spielen, Frankfurt muss eine Auszeit nehmen, du läufst zur Bank und alle springen aufs Feld. Das ist einfach nochmal so einen emotionalen Push der ganzen Mannschaft gibt. Und ich denke, das hat man in der zweiten Halbzeit uns wieder gesehen. Wenn man da mal so ins Laufen kann, was da dann passieren kann in der Mannschaft, weil wieder nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und wir dann, sag ich mal, die letzten, am Ende 3. Viertel und Anfang 4. Viertel, dann das Spiel einfach komplett dominiert haben. Und das sind so Sachen, die, ja, da macht es dann erst so richtig Spaß. Und da macht es dann Spaß, zusammen zu sein, denke ich, auch mal, ob man auch in dem Moment auf der Bank sitzt oder auf dem Spielfeld ist, da ist man einfach eine Mannschaft. Diesen Gedanken, den du gerade gebracht hast mit eine Familie, eine Mannschaft, ein Team, Ricky, der Schlusspunkt gehört trotzdem immer dir, egal ob du spielst oder nicht. Die Tanzeinlage, die geht nicht ohne Ricky Harris. I mean, it wasn't that much dancing going on this year, so every time we get a win, I'm,
excited to do it. I mean, you know what I mean? I wasn't expecting, I don't think no one was expecting our season to go as it did, but I was planning on doing a lot more dancing and being a little bit more excited, but every time we get a victory, I want to get the fans what they want, and they like to see me dance and shoot three, so I try to do my best at doing that. Jetzt auch für dich eine hypothetische Frage, wenn wir die Chris McNaughton auch gestellt haben. Was wäre denn mal, wenn du verletzt wärst, wenn du krank zu Hause im Bett liegen müsstest, die Baskets gewinnen? Wäre Chris McNaughton der geeignete Ersatztänzer? Go for it. I think so. C-Mac got some moves. He's pretty talented on with his feet. Okay, ich denke, ich würde irgendjemand anders in den Kreis reinschubsen. Ich glaube, der geborene Tänzer bin ich jetzt nicht unbedingt. Die Stimmung, habe ich so das Gefühl, ist bei dir jetzt zwar immer noch angespannt, aber ein bisschen gelöster. Du hast sicherlich nicht einfache Wochen, wenn man ein paar Tage zurückgeht, hinter dir. Gab auch ein, zwei Spiele, wo an deiner Person das dann festgemacht wurde, wo es Pfiffe gab, vereinzelte. Wie geht man damit um? Ja, das sind Sachen, die, denke ich, die können zum Profisport dazu. Ich meine, ich bin ja auch nicht hier, um zu tanzen, genau. Na, Schmarrn, ich meine, ich habe mir natürlich auch vorgestellt, dass die Saison besser läuft, persönlich, natürlich mit der Mannschaft. Und ja, da gehört so Kritik auch dazu, in einem Punkt, wo es nicht läuft. Ob das dann Pfiffe sind oder so, das muss jeder selber wissen, wie er dann von außen das zeigt. Aber ich denke, das gesteht eben zu. Und ich bin auch jemand, der das wegsteckt. Und ja, ich versuche mich zu verbessern. Ich denke, die letzten Wochen auch wieder besser gespielt. Und ja, so ist es im Sport, denke ich, und es gehört dazu. Ich bin zwar noch nicht froh darüber, dass es so gelaufen ist, aber ich denke, ja, ich habe die richtige Reaktion gezeigt und ich denke, die Mannschaft hat die richtige Reaktion auf eine oder andere Kritik gezeigt und ja, darauf wollen wir jetzt aufbauen und wie gesagt, die Saison gut über die Runden jetzt bringen und das positiv zu beenden ist ja. Ricky, was ist plötzlich anders geworden? 4 Heimspiele jetzt in Serie gewonnen, davor gab es eine Durststrecke, da gab es Aufs und Abs. Aber die S-Oliver Arena ist so eine Festung wieder geworden. Jetzt sind es noch 2 Heimspiele gegen den MBC und gegen Bayreuth. Die muss man wahrscheinlich gewinnen, um in der Liga zu bleiben. I mean, obviously the fans have a lot to do with it. You know, they've been our backbone all season. And unfortunately we weren't able to give them as many wins as they would like to see. But the last 4 games we've come out and I think the difference between those 4 games and other games were our intensity level was different. Our approach, our focus was a lot more different, and looked themselves in the mirror and said, "I got to do this to make our team better." And they went out there and showed that we got to win, got some wins. Chris, hast du diesen Selbstreinigungsprozess, wie es Ricky gerade angesprochen hat, auch so miterlebt, also dass es untereinander dann schon so ein bisschen der eine auf den anderen gezeigt hat? Ja, ich meine, es sind so Dinge, die kommen dann, wenn es schlecht läuft und es ist ja bei uns ja, über schon längere Phasen schlecht gelaufen und es ist einfach schwer, dass man dann immer diese positive Stimmung als komplettes Team dann beibehält. Das ist, denke ich, auch so ein Prozess, den muss man auch lernen. Ich denke, viele von uns waren noch nicht in so einer Situation in ihrer Karriere. Und natürlich geht es da im Training mal ein bisschen härter dann zu oder man ist mal auf dem anderen sauer. Aber ich denke, die Sachen haben wir jetzt alle ja, ausgebügelt und untereinander und ja, haben uns, denke ich mal, schon so ein bisschen wieder als Mannschaft gefunden. Und ich denke, das sieht man einfach auf dem Feld. Und so wie wir jetzt in letzter Zeit wieder verteidigen und so einfach als Einheit, das hat man so ein bisschen vermisst manchmal in der Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und von dem her, ja, wie gesagt, denke ich, sind wir wieder eher auf dem richtigen Weg. Soweit ich weiß, besitzt du ein Haus in den USA? Ja. Ja, bist du mehr Amerikaner, mehr Deutscher? Ich glaube, du nutzt dann schon die freien Phasen, um dort dann zu sein. Ja, also im Moment natürlich fliegen wir zurück im Sommer in die USA. Aber ich meine, ich bin trotzdem noch den Großteil meines Lebens bis jetzt in Deutschland gewesen. Von dem her bin ich schon auch sehr heimatbezogen hierher. Aber ja, das wird sich dann, sag ich mal, nach der Karriere zeigen, wo es hingeht. Müssen wir mal schauen. Stimmt es, dass das so ein Schmuckkästchen ist, dass ihr keine Lust habt, in der Zeit, in der ihr nicht da seid, es zu vermieten? Es geht eher so ein bisschen darum, dass das, wenn man dann nur 2,5 Monate im Sommer daheim ist, und dann will man nicht auch noch da nochmal ein- und ausziehen innerhalb von 2 Monaten. Von dem her haben wir uns entschieden, dass wir das dann lieber so da lassen, dass wir dann, wenn wir im Sommer haben, zurück, dann kommst du nach Hause und es ist so, wie du dir das vorstellst und musst nicht erstmal deine ganzen Möbel und alles wieder einräumen und dann
ja, das zwei, dreimal im Jahr, das ist ein bisschen viel. Ihr habt euch dafür entschieden, dann nach der professionellen Karriere als Basketballprofi dann in den USA zu leben? Erstmal ja, auf jeden Fall. Das ist erstmal das Ziel, der Plan. Aber ob es uns dann nochmal nach Europa treibt, ist jetzt nicht abzustreiten. Ja. Chris, und gab es ja ein paar Fälle, also nicht nur Ricky musste aussetzen, ist da der Kapitän besonders gefragt? Muss man da individuell auf den einen oder anderen vielleicht auch mal zugehen, aufbauen? Ist Ricky zum Beispiel so ein Typ, der da Fürsprache braucht? Ja, ist natürlich eine schwierige Situation, die wir im Moment haben, dass wir 7 Ausländer haben und 6 können nur spielen. Ja, aber ich denke, bis jetzt hat die Mannschaft so und wir unter uns eigentlich mal ganz gut gelöst und sind bis jetzt alle am Ball geblieben. Von dem her denke ich, ja, ist das eigentlich okay gegangen bis jetzt. Am Ball bleiben heißt jetzt für Sie zu Hause bei S. Oliver Baskets TV, nämlich gleich sehen Sie, was Sie gewinnen können bei unserem Gewinnspiel, wie Sie an die Preise kommen und was Sie tun müssen, erfahren Sie jetzt. Mach mit beim S. Oliver Baskets TV Gewinnspiel und gewinne das Original S. Oliver Baskets Fanpaket, bestehend aus Basecap und Fanschal. Gehe auf www.meinpost.de/baskets, hinterlasse deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und mit ein bisschen Glück kannst du dich schon bald über das Fanpaket der S. Oliver Baskets freuen. Zurück bei S. Oliver Baskets TV hier im Künstlerkeller des Wirtshauses Brombach und wir haben Zuwachs bekommen vom Farmteam der S. Oliver Baskets, wobei bei Konsti Ebert sind wir uns noch nicht sicher, welchem Team wir ihn zuordnen, werden wir gleich klären. Herzlich willkommen, Konsti Ebert. Und dem Trainer des Farmteams von Take Off Würzburg, herzlich willkommen, Sören Zimmermann. Konsti, Premiere für diese Saison gegen Frankfurt im Kader gestanden, das erste Mal, leider nicht gespielt. Hast du zum Schluss, war ja eigentlich relativ deutlich, nicht mal damit geliebäugelt, so die letzten 20 Sekunden hätte er mir ja geben können, der Stefan Koch? Ja, zuerst war es natürlich erstmal eine große Ehre, dass ich da bei den Großen mitspielen durfte und eben mit auf der Bank sitzen durfte. Ja, also zu der Frage, ob ich noch gerne noch im Spielfeld gewesen wäre, klar wäre es natürlich ein Hammer-Ding gewesen, wenn ich jetzt noch ein paar Minuten auf dem Parkett stehen dürfte vor den ganzen Fans, aber letztendlich ist die Entscheidung vom Coach und muss ich dann auch respektieren, aber ich bin jetzt auch nicht sauer oder so. Da hat Stefan Koch nochmal Glück gehabt, Chris, oder, dass er nicht sauer ist? Können wir ja nochmal diskutieren, dann können wir nochmal genauer fragen. Ne? Ja. Sören, wie lange müssen wir noch warten, bis er dann fester Bestandteil dieser Bundesliga-Mannschaft ist? Ja, ich hoffe diesen Sommer noch. Ne? Also ich hoffe schon, dass er, Konsti ist ja jetzt fertig mit dem Abitur, bald hoffentlich. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn hier halten können in Würzburg, wo er groß geworden ist. Und ja, ich denke, wir würden viel Freude an ihm haben, wenn wir ihn auf dem Parkett sehen würden. Ganz kurz, Konstellation für diejenigen, die es nicht wissen. Tabellenführer seid ihr, punktgleich zwar mit Bayern München, direkten Vergleich aber gewonnen. Die Bayern können machen, was sie wollen am Wochenende gegen Herzogenaurach. Wenn ihr in Treuchtlingen gewinnt, ist das Ding durch und ihr spielt nächstes Jahr zweite Liga. Das ist richtig. Wir müssen nur gewinnen. Und dann sind wir Regionalligameister und haben das Aufstiegsrecht in die Pro B. Ob die nächstes Jahr noch zweite Liga heißt, das wissen wir nicht. Die wird ja zweigeteilt in Pro A und Pro B. Da gibt es Überlegungen, die umzubenennen. Wie werden wir sehen? Aber ja, und dann müssen wir sehen, ob wir das auch finanziell gestemmt kriegen, natürlich. Was jetzt aber nicht in unserem Aufgabengebiet liegt. Aber so viel dürfen wir verraten. Der Lizenzantrag der TG Würzburg ist jetzt erstmal gestellt. Davon gehe ich aus, ja. Hast du nicht gesehen? Ich selber nicht, nee, aber ich habe die Zusage bekommen, dass er gestellt ist. Wie schätzt du seine Chancen ein? Ich meine, er hat genug Ruhm und Ehre jetzt bekommen, viel Lob bekommen. Wie weit hat er sich jetzt speziell in den letzten Jahren entwickelt? Ja, es ist erstmal, denke ich, da konnte er gute Aussichten darauf, weil er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Er war ja schon recht früh, glaube ich, seit der U16 im Nationalmannschaftskader, auch als jüngerer Jahrgang, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist immer dabei geblieben und hat dieses Sommerprogramm, was sehr hart ist. Ja, ich meine, er hat jetzt seit 4 Jahren keinen richtigen Sommerurlaub mehr gehabt, wo er einfach mal Sommerferien hatte. Ja. Und das geht immer nahtlos ineinander über. Und diesen Weg zu gehen, erfordert viel Disziplin. Und die hat er aufgebracht. Und das ist das Erste. Ja. Er hat diesen Ehrgeiz. Und wer ihn schon mal spielen sehen hat, der kann, glaube ich, mir zustimmen, der bringt erstmal alle Anlagen mit, die es braucht.
Konsti, was haben deine Eltern alles richtig gemacht? Du bist ja nicht der einzige Profisportler, in Anführungszeichen, bei euch in der Familie. Die Schwestern sind auch verdammt aktiv. Eine Fechterin, eine Synchronschwimmerin, beide nationale Spitze, international erfolgreich. Schon mit deinen Eltern drüber gesprochen, wie sowas geht? Nee, eigentlich nicht. Ja, also wie gesagt, sind meine Schwestern auch ziemlich erfolgreich und sportlich. Ja, ich glaube, dass, ja, also meine beiden Eltern sind eben auch selbst sportlich gewesen und haben halt auch früh uns, sage ich mal, gefördert, also noch nicht gefördert, aber sie haben mit uns Sport getrieben und haben uns auch die, ja, den Spaß am Sport, ja, mitgegeben und so, ja, denke ich mal, das ist erstmal so die Grundbasis dafür, dass man später dann auch Sport erfolgreich macht, dass man auch Spaß am Sport hat. Und den haben wir alle drei und ja, das kann sich dann halt so entwickeln und ja, bei uns drei hat es halt mehr so geklappt. Jetzt bist du eingeladen, Nationalmannschaft, das Albert-Schweitzer-Turnier zu spielen. Du weißt, wer dort groß geworden ist, wen man dort gerne gesehen hat und von dem man heute auch noch spricht, dass er dort gespielt hat? Ja. Willst du uns auch verraten, wer es ist, logischerweise? Also ich glaube, du meinst Dirk Nowitzki. Ja. Du bist der erste Würzburger, der seitdem, glaube ich, dann da wieder spielen darf. Ja, also der Max hatte auch vor 2 Jahren die Chance, wäre auch beim Turnier dabei gewesen, wenn er sich nicht kurz davor verletzt hat. Das ist natürlich sehr schade für ihn gewesen. Aber ja, und jetzt habe ich eben die Chance, da dabei zu sein, um Würzburg zu präsentieren bei dem Turnier. Das ist natürlich, ja, ein großes Ding, weil es eben als inoffizielle Weltmeisterschaft gilt und eben da auch schon sehr große Talente wie eben Dirk Nowitzki gespielt haben. Deswegen ist auf jeden Fall, ja, ein großes Highlight dieses Jahr. Ja. Sören, zurück zum entscheidenden Samstag, 18 Uhr. Was habt ihr euch vorgenommen? Ist die Woche noch irgendwas Besonderes bei Take Off Würzburg? Der Simon Wagner und der Jürgen Zimara, die beide sehr aktiv sind in der Basketballszene in Würzburg, die organisieren, glaube ich, eine Fanreise. Ich glaube, die wollen einen Bus organisieren, mit dem bis zu 50 Personen nach Treuchtlingen kommen können und uns unterstützen, was auch dringend notwendig ist, weil die Halle fast nur 600 Personen und die ist auch so immer voll. Und dann wären aber wenigstens ein paar Leute für uns. Paul Brothersen musste jetzt am Wochenende beim Heimspiel beim Kinn, glaube ich, genäht werden oder hat er sich verletzt, aber Samstag kann er spielen. Ich gehe erstmal davon aus, ich meine, hier neben mir, der hat das ja aus nächster Nähe verfolgt, die Verletzung, weil er leider die Handzeichen indirekt verursacht. Die Handzeichen nicht richtig gedeutet hat von Paul. Er wollte also keinen Bodenpass haben, sondern einen LU-Pass und der Pass ist dann leider ein bisschen missglückt und der kleine Aufbau vom Gegner ist unter den Ball gelaufen und der Paul ist auf ihm gelandet und da hat er, glaube ich, einen kleinen Cut bekommen. Aber zum Glück hat unser Teamarzt, der Kai Feske, in der Nähe Tennis gespielt und konnte dann gleich nähen, sodass er Ende des dritten Viertels war er wieder auf der Bank, aber wir haben ihn dann nicht mehr einsetzen müssen, weil wir in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, 36-8 haben wir das Viertel gewonnen. Das dritte und dann war die Führung beruhigend und dann haben die Jungs das ganz gut ohne den Paul hingekriegt. Jetzt siehst du ja vielleicht ein bisschen Abstand, auch das Treiben der S-Oliver Baskets in der Bundesliga. Wie würdest du diese Saison beschreiben mit diesen Aufs und Ups? Als Trainer hat man ja oft eine andere Sicht als wir beispielsweise, die von außen drauf gucken. Ich fand es beeindruckend, wie sie an sich gearbeitet haben und momentan muss man ja sagen, wieder den Karren aus dem Dreck gezogen haben, ja, und jetzt auf einem guten Weg sind, die Klasse zu halten. Und jetzt haben wir 6 Spiele übrig, glaube ich, davon 2 noch zu Hause. Und ich denke, dass die Jungs das packen werden. Schönes Schlusswort. Wir sagen vielen, vielen Dank in die Runde. Chris McNaughton. Ricky Harris. Konsti Ebert und Sören Zimmermann, allen wünschen wir für das letzte Saisonspiel und für die letzten Saisonspiele ganz, ganz viel Glück und dass beide ihr Ziel erreichen, dass ihr in den nächsten Jahr mit Take Off Würzburg, mit der TGW, mit dem Farmteam in der zweiten Liga spielt, dass es weiterhin Erstliga-Basketball in Würzburg gibt. Wir sehen uns dann wieder bei S-Oliver Baskets TV aufgemerkt an einem Dienstag, nämlich 2 Tage nach dem Spiel dann gegen Alba Berlin. Wir treffen uns hier wieder im Künstlerkeller des Würzburger Wirtshauses Brombach am 29. April. Aufzeichnungsbeginn ist um 20.30 Uhr. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Machen Sie es gut und wir sehen uns.